Hallöchen, liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Oddworld Soulstorm. Wir sind hier immer noch in dieser Stadt, wo wir letztes Mal jetzt neu rangekommen sind. Und wir machen sofort weiter. So, jetzt gucken wir mal, was uns hier erwartet. Wir sind jetzt hier drin in der Fabrik. Save Point. Gucken wir ganz kurz, was das hier ist. Ein Geschichtsstein. Das ist ein schlafender Slick. Mach nicht zu viel Krach, sonst weckst du ihn auf. Okay. Aber ich könnte... Achso, ich kann ihn gar nicht übernehmen. Okay, das heißt, ich schleiche jetzt erstmal. Erstmal gar nicht... Jetzt geht's mal da hoch. Ich kann ihn ja eigentlich auch fesseln. Natürlich. Stehlen. Ein Schlüssel gefunden. Sehr gut. Mit dem Schlüssel kann ich mich jetzt die Spinde aufschließen. Zuerst mal plündern wir da. Super. Kabelset. Und Mola. Ach, das ist Geld oder was? So. Da gibt es aber viele Save Points. Dann nochmal aufmachen. Geht nicht? Okay. Dann den Schalter. So. Erreicht den Betankungsturm. Gucken wir nochmal ganz kurz, was hier ist. Drücke doppelt Viereck, um dich in einen Spind zu verstecken. Okay. Alles klar. Kann doch. Ich habe gar nichts. So. Nicht schlecht, oder? Jetzt muss ich warten, bis der kommt und dann gehe ich da langsam zurück. So, sehen wir schon, wir müssen 32 retten insgesamt. Schnell wieder rein, ich will da alles plündern. Deshalb wird das wahrscheinlich jetzt eine Weile dauern hier. Na gucken. Diese hässliche Fratze da. Rein da. Und immer so weiter, bis wir auf der anderen Seite sind. Hm. Sehr lustig. Okay, das wollte ich jetzt nicht, aber... Oh, jetzt habe ich Glück gehabt, oder? Ich hätte ihn so dann gleich fesseln. Jetzt muss ich kurz warten, bis er wieder auf ruhig ist. Ich wollte eigentlich in den Spind rein, aber ich habe es echt irgendwie verpasst. Also, er war zu nah dran und hat ihn eins gegeben. Okay, er hat sich wieder beruhigt. Dann nochmal schnell rein. Hinten plündern wir auch noch und dann gehen wir hoch. Jetzt kommen so langsam die Stellen hier, wo man echt nicht einmal nur durchraten kann. Muss man überlegen, ja. Muss man denken. Okay, das haben wir geschafft. Wir können jetzt runter und hoch. Na, wir müssen jetzt runter. Okay. Das haben wir geschafft. So, wir haben jetzt den nächsten Safe Point. Wir können nochmal runter. Ich will mal nochmal runterfahren. Geht nicht, oder? Nee, geht nicht. Okay. Dann warte ich jetzt mal, bis der wieder weg ist. Dann gehen wir mal den nächsten Spinde rein.
Heikle Stelle hier. Ich höre zwei Dinger laufen. Rechts. Schau mal rein da. Und der Typ da oben schnarcht. So. Reiner. Können wir eins rübergeben eigentlich, indem ich schleiche und ihn schlage und gleich fessel. Fesseln, cool. So, ich habe meine Ruhe jetzt hier. Dann geht es nämlich auch, glaube ich, irgendwann eine Trophäe, wenn ich alle fessel oder mehrere fessel. Mit Launen und Fesseln? Ah, den kann ich sogar fesseln noch. Cool. Wunderbar. Meine Ruhe, ja. So, nächster Fahrstuhl. Jetzt müssen wir nach unten. Der nächste Safe Point kommt. Hier kann ich noch nicht anmachen. So, da oben schläft einer und da ist auch noch was. Jetzt ist die Frage. Den muss ich jetzt übernehmen. Noch einer? Nee. Lass mal den Platz näher. Okay. So, jetzt können wir in Ruhe hier alles plündern. Und da oben haben wir... Ich weiß gar nicht, das ist neu für mich. Ich weiß gar nicht, was das da oben ist. Schön alles looten hier. Da oben ist der Ausgang. Die Frage ist, ist jetzt der Fahrstuhl, geht da weiter runter? Nee, schade. Ich wäre gerne noch weiter runtergefahren, aber da unten ist, glaube ich, nichts. So. Gierige Glukons werden alles tun, um Mola zu scheffeln. Damit das Mola-Tor funktioniert, musst du den verlangten Betrag zahlen. Sieh aus, als würde sich dieses Tor dann öffnen. Für 30. Ist da noch Müll, oder? Okay, dann zahle ich halt mal 30, oder? Zack. Mit dir. So, wo kommen wir raus jetzt hier? Okay. Arbeitsgefängnis, Tankbereich. Was ist hier los? Du kannst kurz mal, was die hier wollen. Arbeitsrad. Öffne die Tür mit Hilfe des Arbeitsrades. Möglicherweise musst du es mehr als einmal drehen. Okay. Also gedrückt lassen, Viereck. So, hier ist der Nebel, da bin ich versteckt. Kann ich doch übernehmen, oder? Nee, warte mal, irgendwo ist hier so ein... Nee, kann ich dann eigentlich platt hauen, aber warte mal, da oben ist ja auch noch einer. Da kommt unendlich raus, okay. Das ist fies. Das heißt unendlich. Der fliegt seine Runden links rum. Den
den kann ich nicht platt hauen, komischerweise. Muss ich kurz ins Dings rein, bis der wieder weg ist. Der Vogel da. Achtung, ja. Heikle Sache hier. Dann kann ich das Rad hier freimachen wieder. Schon. Sehr gut. Sind wir durch. Und dann ist der Checkpoint. So, hier müssen wir auch wieder aufmachen. Das ist eine coole Fabrik übrigens, ja. So, Alarm. Oben kommt was, okay. Kann ich die übernehmen? Auch nicht wieder, okay. Da oben ist wieder so eine Kugel, so eine Blöde. Fragezeichen hat er. Jetzt muss ich kurz mal beobachten. Also der fliegt da lang. Der da. Gut. Das wäre, glaube ich, sicher jetzt, oder? Ne, warte mal, da kommt er. Ein Alarm ist, dann haben die eine größere Reichweite. Drück nochmal ganz schnell hier. So, bevor wir da reingehen, machen wir noch schnell ein bisschen das Zeug kaputt. Gebräuflasche. Sehr gut. Ich weiß gar nicht, was die Anforderungen gerade hier sind. Entdecker, Sucher, Schließfächer. Machen wir alle auf Schließfächer. Wie die wir schaffen. So. Safe, bevor ich safe. Sehe ich hier erstmal Schließfächer. Obwohl, komm. Das ist wichtig. Was ist denn hier? Achso, da kommen 6 Leute raus, oder? Arbeitspfeife. Die Frage ist, brauche ich die jetzt schon, oder? Nicht genug Modokons, um die Arbeit auszuführen. Achso, ich brauche 2, 4, 6 Stück. Okay. Machen wir es mal schnell da auf. Wo ist ein Modokon? Achso, die muss ich jetzt alle einsammeln. Jetzt haben wir ja 2 Schalter. Jetzt weiß ich nicht, was für was ist. Ich gehe ganz kurz erstmal weiter. Da ist ein Laden oder irgendwas? Oder was ist das? Nee, du sollst nur... Oder mal gucken, oder? Was ist denn das hier Feines? So, was haben wir denn hier? Derzeit der Molons... Ach, Mola. 39, Inventar, 13,99. Hier kann ich was kaufen, oder was? Ja, Anleitung. Fähiges Recyceln. Wenigstens zeigen. Okay, warte mal. Jetzt haben wir hier ein. Geht das auf? Und das geht auf. Da ist ein Geheimnis. Ganz kurz mal die Hand auflegen, was da passiert. Wenn du gedrückt hast, bringst du alle Modokons. Okay. Follow me. Ich auch nochmal hin. So, die kommen jetzt alle mit, ja? Kommt hoch.
Her mit euch. So, ich hab genug, oder? Ja. Sind alle daran? Wunderbar. Noch hier. Einsammeln. Und an dieser Stelle machen wir Schluss für heute, liebe Freunde. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Dankeschön fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Like da. Würde mich sehr, sehr freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Katastrophenmann. Tschüss.